ser. Sigo tu cuerpo, amor, por donde quieras voy. Sin ti, amor, no sé, no sé vivir. Siento tu juego, amor, por donde quieras voy. Y quédate conmigo, amor. Ja, liebe Zuschauer, diesen Star muss ich Ihnen nicht vorstellen. Silvino Rossi! Buenos días. Buenos días, ich freue mich wieder in unserem alten Lokal, ja, wo wir viele Stunden hier gebracht haben. Das stimmt. Darf ich nicht sagen. Praktisch Heimspiel schon, oder? Ja. Sag mal, du siehst blendend aus wie immer, wenn ich das mal sagen darf. Das ist nett von dir. Ich bin gerade gekommen von Argentinien. Ich war fast 40 Tage oder fast 50 Tage, weil ich habe den Geburtstag von Mami dort gefeiert und Gott sei Dank, dort ist Sommer, Hochsommer, 35 bis 40 Grad. Ich bin ein bisschen neidisch, ja. Ich war am Fluss, am Schwimmbad und Sonne und so viel Eis gegessen. Diese Abteilung brauchst du nicht filmen, aber ich bin total glücklich. Weißt du, wenn du deine Familie, Mami, Bruder, Familie sehen, das kommt noch die Zelle dazu, in Bewegung, noch dazu gute Essen, Sonne, alte Freunde, ich bin total glücklich. Das war ein Urlaub, dass ich das verdienen habe, weil letztes Jahr war eine richtige Jahr für mich. Und ich habe die Kombination gemacht, weil der 1. März war der Geburtstag von Mami, 84 Geburtstag. Wow, vielen Dank. Geht's dir gut? Geht's dir gut, Gott sei Dank. Man merkt, dass die Jahre sind schon, ja, so wie bei uns, das Gleiche. Merke ich jetzt schon. Also. Ich auch, aber sie geht sehr gut, ehrlich, Gott sei Dank. Also du bist, könnte ich mal sagen, eigentlich momentan rundherum zufrieden, oder? Sehr, sehr zufrieden, ehrlich gesagt. Der Lincoln hat gesagt, wenn du 51% von deines Leben gut gehen, hast du geschafft. Ja. Und bei mir sicher 80% oder 85%. Wow. Das bin ich glücklich, ich habe erreicht, was ich in meinem ganzen Leben mich gewünscht habe. Ich habe eine tolle Familie, ich lebe von etwas, was ich liebe, der Musik. Jetzt mache ich die große Sache, was in meinem Herz liegt, seit 56 Jahren, eine Latino-Tour. Du erfüllst dir einen Herzenswunsch. No, ehrlich, ja, weißt du, viele Leute denken, dass ich verlasse den Schlager. Ich werde nie den Schlager verlassen, liebe Fan. Ich liebe Schlager, ich bin sehr dankbar, weil der Schlager hat mich gegeben, diesen großen Wunsch, als Künstler auf einer Bühne zu sein. Mhm. Als kleines Kind habe ich mich immer gewünscht, irgendwann auf einer Bühne. Es ist soweit und ich werde so lange bleiben, solange mich der Fan sich wünscht, dass er mich noch weiter singen. Aber ein Latino bin ich immer noch von Herz. Und ich habe gedacht, ich möchte irgendwann machen. Und das ist soweit. Wir sind insgesamt 14 Musiker auf der Bühne und wir reisen. Es sind nicht so viele Termine, es sind 25 Termine in Österreich, Schweiz und Deutschland. Aber das geht nicht alles um Geld in das Leben. Mhm. Es gibt Sachen, dass wir besonders Menschen haben und manchmal müssen wir unser Herz hören und machen, was er sagt. Und ich wollte immer einmal ein Latino-Sänger sein. Und in deiner Heimatsprache singen, oder? 80% wird Spanisch, 30% oder 70-30% Deutsch. Mhm. Wir machen zum Beispiel Aber dich in Salsa. Wow, okay. Habt ihr noch nie gehört? Die? Oder ein Cha-Cha-Cha wie Bésame mucho en Cha-Cha-Cha. Warum nicht? Bésame mucho. Ah, cool. Was gibt es noch für Songs? Wer hat die Songs ausgewählt? Das mache ich selber mit meinem Musical Director. Wir haben zum Beispiel das Lied von Andreas Cavalier, Einmal sehen wir uns wieder. Das erscheint auch in meiner CD. Mhm. Er hat mich erlaubt, eine Spanischsprache zu singen. Das ist eine, okay, große Ehre für mich, dass der Andi solche Lied mir die Möglichkeit gemacht hat. Mhm. Und singe ich in Spanisch diese Einmal sehen wir uns wieder. Un día nos volveremos a ver. Okay. Oder es gibt Sachen von The Gypsy King oder die Lieder, was die Leute schon wie Guantanamera, Bamboleo und solche Sachen. Also Sache. Auch traditional sozusagen, das, oder? Das gehört dazu. Das kommerziell muss auch sein. Aber natürlich. Das wird eine richtige Party. Vielleicht die Bühne brauchen Sie nicht erwarten, große Illumination. Es ist ganz einfach. Mhm. Wir sind fast am Platt, aber das klingt sensationell. Mhm. Kommt mein bester Freund Humberto Buenaventura als Tango-Sänger und ich habe extra fliegen lassen von Argentinien eine Tango-Dance-Bar, das sind die Weltmeister 2013. Wow. Das
Das machen sie jedes Jahr in den Luna Park, ist ein Stadion in Buenos Aires, und kommen 500 bis 540 Paare auf die ganze Welt, mhm, und sie wählen die beste Tänzer, mhm, Tango. Mhm. Und sie haben gewonnen, Guido und Florencia, mhm, sie sind dabei bei dieser Tour und sie werden euch zeigen, wie der richtige Tango Argentino getanzt wird. Das ist ein ganz leidenschaftlicher Tanz, gell? Ich habe gehört, ich bin eine Katastrophe, ich bin zwei linke Fuß zum Tanzen. Aber ich habe gehört, hat mehr wie 1000 Schritte oder 1000 Positionen der richtige Tango. Ehrlich? Ich kann mich erinnern, bei der Worldmeister, ich habe immer gesungen als Sänger, ja, in der lateinamerikanischen Abteilung. Ja. Und auf einmal kommt der Tango, no? Mhm. Und sind verschiedene Nationen auf dem Parkett. Und ich beobachte das und ich schaue, was ist los? Das ist Tango. Ja. Nein, das ist keine Tango. Und der Polay, der Besitzer von der Tanzschule Polay, hat mir erzählt, nein, es sind zwei verschiedene Tango. Das ist der europäische Tango, der internationale. Und der argentinische, ja, ja. Sind zwei verschiedene, ja, Paar Schuhe, weil ich habe gedacht, wann macht der Fuß so? Und das war, ja, mehr Temperament und schwarze Haare. Aber eine schöne Erfahrung, ich habe nicht geschafft, Tango zu tanzen, ist eine Katastrophe. Ich schaffe nicht einmal einen Balz. Also das heißt, wir werden dich auf der Tour nicht als Tänzer sehen? Vielleicht. Also Überraschung, ja? Ja, warum nicht? Das ist gut, das finde ich schon mal gut. Aber wirst du denn Gitarre spielen? Gitarre? Ja, wir sind zwei Gitarristen, zwei Perkussionen, drei Bläser aus Kuba, zwei Keyboard, Schlagzeug. Der Umberto singt Tango, ich werde mit Umberto auch ein Tango singen. Okay. Und der Gitarre ist immer dabei. Und, ja. Weil die Leute mögen gerne, wenn ich alleine mit der Gitarre ein Lied singe, das werde ich auf jeden Fall für euch gerne machen. Und es ist ja so ein bisschen für dich auch back to the roots, ne? Du hast ja so als Straßensänger angefangen und das ist ja, muss auch ein besonderes Gefühl sein auf der Bühne. Weißt du, ich habe festgemerkt, Benny, dass ich bin ein Musiker von Herz und von Seele. Mhm. Egal wo ich bin, meine liebe Gitarre kommt mit mir immer mit. Und ich bin manchmal lästig, nach der Show, zum Beispiel nach der Sendung, ich trinke die Gitarre und kommt Peter Treckmann, der Chef von MDR, oder ein Seminarspiel für mich. Und ich mache ehrlich gerne. Ich habe vor ein paar Tagen bei Florian Silbereisen die Show, und das war der Mark von der Bild-Zeitung, ein netter ja, Bursch, Freund auch. Ja. Ich habe für ihn auch gesungen, zwei Lieder um 4 in der Früh, und ich trinke fast gar nicht, ich war nicht betrunken. Und Das habe ich gerne gemacht. Das singe ich gerne immer noch, nach so vielen Jahren, dass ich auf der Straße gesungen habe. Mhm. Das habe ich nie für das Geld gemacht. Mhm. Ich habe viel Geld bekommen. Ich bedanke mich von den vielen Leuten, dass die Eintritt bezahlen. Ich bin eine sehr dankbar dafür. Aber das war nie mein Ziel, das Geld. Nie, nie. Aber Musik, wenn ich eine Gitarre sehe oder jemand, das Musik auf der Straße spielt, das kommen so viele Erinnerungen und ich gebe ein paar Worte zu sagen, vielleicht schaffst du so wie ich und ich gebe sowieso Geld. Aber die Leidenschaft ist Musik. Ich liebe Musik. Jetzt geht das los, glaube ich, am 26. April in Wolfsburg, glaube ich. Ne? Ganz genau. 26. April bis 20. Mai sind, ich glaube, 25 Termine, ich glaube. Mhm. Wir sind hier in Deutschland? Oder? Nein. Deutschland, Schweiz und Österreich. In Österreich haben wir 8 Termine. Okay. 2 Termine in der Schweiz und der Rest hier in Deutschland. Wir sind in München, ich kann mich nicht alle erinnern. München, glaube ich, mit Zirkus Krone? Zirkus Krone, ja. Genau. Wir sind in der Festung. Ein Kuftan-Festung, wow, hier in der Nähe. Das ist ein schöner Platz zum Spielen. Ein wunderschöner, ja, Platz. Ja. Wir sind im Kongresshaus, in Innsbruck, in der Schweiz, in viele, viele Städte. Wir beginnen in Wolfsburg am 26. Mai und werden mich sehr gefreut, wenn Sie vorbeikommen. Das ist etwas anderes. 26. April. April bis 20. Mai. Genau, so ist es. Also Wolfsburg, 26. April, dass wir da nichts Falsches sagen. Gibt es denn überhaupt noch Karten? Es gibt schon Karten. Manche Leute nutzen diese Situation, zu sagen, es ist schon fast ausverkauft. Es stimmt nicht. Es gibt schon immer noch Karten zum Kaufen und sind auch nicht so teuer. Die sind kleine Räume, wie bis 1200 Leute, mhm, sind Theater, weil ich wollte nicht große... Lieber intimer, lieber oder? Intim. Ich sage immer zum Veranstalter, und ich bin ein Mensch, ich fühle mich mehr im Theater wie ein großes, kaltes Stadion. Erste, ja, fühle ich nicht, das, ja, ist die Wahrheit. Ja. Und zweite, bis 3000 Leute fühle ich mich schon
ich habe alles im Griff, ich kann die Leute sehen, spielen mit meinem Charme oder mit meinem Ausländer-Akzent. aber über 5.000, 10.000, das verlierst du den Blickkontakt mit den Menschen. Und du weißt, das sind so viele, aber du siehst vor. Kannst du nicht greifen. Nein, ja, das ist nur eine Masse noch. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich dich auch schon mal eigentlich direkt vor mir habe spielen sehen. Da hast du ein Album vorgestellt und hast mit einer tollen Band so ein paar Songs live gespielt. Mhm. Und ich kann nur sagen, das ist sehenswert und auch hörenswert. Man merkt, dass du da aufblühst. Ich liebe das. Ich bin ein Musiker von Seele und von Herz. Das glaube ich dir gerne. Ich drücke dir alle Daumen, Semino, dass das eine ganz tolle Erfolgstour wird. Und du hast ja versprochen, du wirst dem Schlager nicht... Immer treu bleiben. Immer. Das ist wichtig. Ich bedanke mich bei euch und deine liebe Sendung und alle Zuschauerinnen und Zuschauer... Männer, wie sagt er? Zuschauer. Zuschauer. Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass du mir diese Gelegenheit gibst, ein bisschen Werbung für mich, um für diese Tour zu machen. Das tun wir sehr gerne und danke, wir drücken dir die Daumen. Ben siéntate juntito a mí, no sabes cuántas ganas tengo de decirte amor, lo mucho que te extraño. Son 80 primaveras has vivido en esta vida con canitas en tu pelo y una sonrisa en su